Ihr Lebenswerk habe ich so verstanden, dass Sie uns Bürger schützen vor gesundheitlichen Gefahren, vor Lebensqualitätsgefahren und vor Sicherheitsgefahren im Atombereich, wie Sie zum Beispiel für die Namen Fukushima und Tschernobyl stellvertretend sozusagen darstellen. Haben wir das so richtig erfasst oder wie würden Sie Ihr Lebenswerk beschreiben? Ja, das ist im Grunde richtig. Es geht hier um den Schutz vor den Gefahren der ionisierenden Strahlung aus dem Betrieb von Kernkraftwerken hier sicherzustellen. Und zwar eben für sowohl was den nationalen Bereich angeht, als auch den internationalen Bereich. Wenn Sie die verschiedensten Auftritte da gesehen haben, beziehungsweise auch gehört haben, geht es da immer darum, die Vorsorge, also die Gefahr an sich zu erkennen, und zwar weit im Vorfeld, um dann geeignete Gegenmaßnahmen zu erreichen, die oftmals allerdings außerordentlich schwierig sind, weil der politische Rahmen oder die politischen Rahmenbedingungen dort einfach nicht vorhanden sind oder in Europa beispielsweise die Kleinstaaterei quasi dazu nicht geeignet ist, einheitliche Maßstäbe zu gewährleisten. Ja, und das passt doch sehr gut zu unserem Rat, denn bei uns ist es ja so, dass wir sagen, unsere gesamte Gesellschaftsordnung, nicht nur die Atomwirtschaft sozusagen, da müssen wir sozusagen neue positive Anreize setzen, die so wasserdicht sind, so wie beim Atomkraftwerk, wo sie sozusagen schützen müssen vor Gefahren durch Dreifachsicherungssysteme, Vierfachsicherungssysteme, wasserdichte Systeme schaffen müssen, die sozusagen nicht zulassen, dass es dann doch zum GAU kommt sozusagen. Und das ist ja der entscheidende Punkt in der Sicherheitsstrategie, wenn ich das jetzt mal rein theoretisch mal erläutere und dann auch gleichzeitig sagt, wo die Schwierigkeiten sind. Der Ansatz der heute gültigen Sicherheitskonzepte ist ein klar präventiv ausgerichtet. Dieses Schutzkonzept für Kernkraftwerke ist, das nennt man, und das gilt auch dann für die Gesellschaft, das kann man direkt übertragen oder muss man auch übertragen. Man muss ja, und das so ist die Sicherheitsstrategie in den Kernkraftwerken, nicht erst warten, bis es zum Unfall gekommen ist und habe dann sehr teure Systeme darum gestellt, dass ich den Unfall eben händle, sondern die Strategie ist darauf ausgerichtet, Unfälle so unwahrscheinlich zu machen, dass ich damit im Grunde nicht mehr rechnen muss. Das ist die Forderung, die heute gilt. Genau. Und das ist ja das, was wir auf unsere Gesamtgesellschaft übertragen wollen, nämlich den Präventionsgedanken, dass wir unsere Systeme, die bis jetzt noch nicht weit entfernt davon sind, wasserdicht zu sein, dass wir die sozusagen durch Sicherungsmaßnahmen, die in dem Falle im Wirtschaftssystem heißen, die richtigen Anreize setzen sozusagen, so schützen, dass sie uns schützen vor Fehlverhaltensweisen, wie zum Beispiel, aus Interessenslagen einer Waffenindustrie heraus dann wegen der Fehlanreize plötzlich der nächste Atomkrieg entsteht oder so. Ja, also das, das ist gleiche genau Gedanke. Eben muss man auch unmittelbar übertragen. Also die Systeme heute sind darauf ja gerichtet, ich sage das mal ganz hart, Kriege, die auseinander, das ist alles darauf gerichtet, durch Militäranhäufung eben Mittel in der Hand zu haben, da jederzeit losschlagen zu können. Es ist weniger darauf gerichtet, die UNO hatte ja mal so einen Ansatz, der ist aber auch nie verwirklicht worden, eben eine Völkergemeinschaft so zu installieren beziehungsweise so zu handeln, dass jegliche Auseinandersetzung eben im Sinne der Prävention erkannt wird, schon die Wurzeln erkannt werden und man mit friedlichen Mitteln dort die Situation beherrscht, und dass ein Krieg im Grunde auch als praktisch ausgeschlossen zu betrachten wäre. Aber da sind wir weit entfernt. Genau. Hier jetzt sehen wir jetzt im Moment. Ja, also jetzt für den Journalisten Ruppert jetzt sozusagen auch sehr interessant, dass wir nochmal das wiederholen, was wir im Vorgespräch gemacht haben. Wir haben ja über Richard Dawkins gesprochen. Ich habe hier aufgeschlagen die Seite
von Richard Dawkins, die ist nicht von ihm, sondern von einem anderen Wissenschaftler. Der Artikel ist überschrieben hier im Internet: Richard Dawkins, Divorce and the Zero-Sum Game. Ja, und da schildert er ganz ausführlich, was er im egoistischen Gen gefunden hatte in irgendeiner Ausgabe, genauso wie wir. Also Richard, diese Geschichte war für uns der Ausgang bei Richard Dawkins, genauso wie im Rechtsanwaltssystem die gleichen Probleme gesehen hat, die wir zu der Zeit auch gesehen haben im Gesundheitswesen. Er schildert ja, der Herr Ruppert kennt ja die Geschichte noch nicht, und wir werden nachher auch über die Heinrich-Böll-Stiftung sprechen müssen, die ja auch eine ganz große Bedeutung für uns hat und Sie glaube ich auch sehr gut kennen, wenn ich richtig vermute. Und der Richard Dawkins, Herr Ruppert, ja, dass Sie die Geschichte kennen, Sie kennen die Geschichte ja noch nicht. Er hat also erzählt, er wollte sich ganz friedlich und freundschaftlich mit seiner Frau scheiden lassen. Das englische Gesetz schreibt genauso wie das US-Gesetz vieler Staaten vor, dass jeder einen Anwalt nehmen muss. Und routinemäßig, standardmäßig sind die beiden Anwälte aufeinander losgegangen, dass am Ende alle blutige Nasen hatten und die Rechtsanwälte sehr teuer bezahlt werden mussten, weil die ganze Geschichte streitig wurde. Ja? Und da fragte sich Richard Dawkins, stimmt denn da was Grundsätzliches mit unserem gesamten Tauschhandelssystem, mit unseren ganzen, Richard Dawkins denkt ja eher in ökologischen Nischen, also ist die ökologische Nische, die wir unseren Berufsständen gesetzt haben, eventuell falsch? Belohnen wir sie finanziell dafür, wenn sie Konflikte vergrößern, statt sie zu verkleinern, mediativ, als Mediator zum Beispiel? Haben wir da vielleicht die ganz falschen Systeme? Und das war der Beginn. Ja, das ist interessant, ja. Ja, und, das ist aber doch genau das, was Sie sagen, dass eben die Systeme so ausgerichtet sind, den Unfall zu bezahlen und zu vergüten und die Mittel zum Handling des Unfalls, also Unfall sage ich jetzt mal, das Gauss, ja. Ja, und nicht eben in der Vorsorge die Mittel einzusetzen, dass man eben mal guckt, so weit, dass es halt eben nicht zu so einer Situation kommt. Wobei das natürlich immer Ausreißer geben kann, das kann man nie vermeiden. Die Techniksetzfehler, die Gesellschaftssetzfehler, da muss man auch Mittel in der Hand haben, um mit diesen Fehlern und den Auswirkungen der Fehler umzugehen. Aber das Gros muss eingesetzt sein, und das ist es eben, ich glaube, in der gesamten Gesellschaft nicht, eben in der Vorsorge zu sein, sondern die Auswirkungen zu beherrschen und damit umzugehen. Ich bin auch bei kritischen Infrastrukturen unterwegs, Sicherheit von kritischen Infrastrukturen. Also es geht um die Wasserversorgung, Stromversorgung, dann im medizinischen Bereich. Und dort haben wir überall identische Ansätze, wie gehen wir im Schutz der kritischen Infrastrukturen vor, sind dabei jetzt auch dieses gestaffelte Schutzsystem einzusetzen. Also dass ein Maximum an Mittel eingesetzt wird, dass der Normalbetrieb, also der ganz solide Normalbetrieb gewährleistet ist. Also Störungen, sobald sie eintreten, auch softmäßig abgefangen werden, um sofort wieder in den bestimmungsgemäßen Betrieb überzugehen. Und am besten präventiv das Richtige zu tun, dass es gar nicht erst dazu kommt. Ja, genau. Das immer wieder. Und die oberste Zielsetzung ist, ich sag mal jetzt mit dem Wort, den bestimmungsgemäßen Betrieb, also den Normalbetrieb, zu halten, Abweichungen nicht zuzulassen. Das wäre in dem Fall die Gesundheit, ja, und wenn ich jetzt wieder zurückkommen darf auf den Rechtsanwalt und den Arzt, den wir parallel betrachten. Wir empfehlen, würden, also bis jetzt die Wissenschaftler, auch die würden mehrheitlich wohl auch dafür tendieren, zu sagen, wir müssen vielleicht der Bundesregierung empfehlen, dass wir genauso wie wir ein Gesundheitswesen haben, in dem potenziell jeder versichert ist, genauso jeder auch ganz preiswert eine ganz kleine Rechtsschutzversicherung haben sollte, die, wenn damit dort der Rechtsanwalt nach dem gleichen Schlüssel bezahlt wird, wenn es ihm gelingt,
den Versicherten möglichst aus allen juristischen Streitigkeiten rauszuhalten, indem er zum Beispiel über meinen Mietvertrag mal kurz rüberfliegt, ob da nicht Fallstricke sind, die mir später mal das Genick brechen können oder so, dann hat er eine Präventivfunktion und hat nicht mehr das Interesse, einen Streit hochzuboxen, um dann am Ende eine teure Rechnung schreiben zu können, sozusagen. Er wird bezahlt, je weniger Prozesse vor Gericht landen. Und wenn ich dann mit ihm unzufrieden bin, weil er vielleicht zu wenig tweete, würde ich einfach den Anwalt wechseln, dann kriegt er sehr viele Minuspunkte. Also wird er sich überlegen, immer genau das richtige Maß zu machen, was ausreicht, um den ordnungsgemäßen Betrieb, wie Sie eben so schön gesagt haben, aufrechtzuerhalten, nämlich den gesunden, ausgeglichenen, rechtssicheren Zustand sozusagen zu erhalten. Und wenn dann sozusagen... und er wird sich genau immer sagen, wie viel, ich darf nicht zu wenig tun, ich darf aber auch nicht zu viel tun, ich darf nicht plötzlich einen Prozess vom Zaune brechen, wenn ich das mit Mediation lösen kann. Also das, was Sie sagen, ist genau zutreffend. Was man natürlich dann braucht, klare Ordnungsprinzipien. Ich würde das andere Wort mal sagen, Regeln oder Richtlinien, die natürlich dann sicherstellen, dass man immer vergleichbar vorgeht. In solchen Konzeptionen ist dies unbedingt nötig. Richtig. Das haben wir gestern, am Samstag haben wir das diskutiert unter dem Stichwort Operationalisierungsproblem, was wir ja aus der Wissenschaft auch man kennt, nämlich dass wir sichere Messgrößen machen, feststellen müssen, die für jeden Anwalt und für jeden Arzt gleichermaßen gelten und die absolut faire Bedingungen schaffen für jeden Beteiligten in all diesem Wettbewerbssystem. Es soll ja ein fairer Wettbewerb entstehen, dass sich die Anwälte und die Ärzte gleichermaßen gegenseitig in einer fairen leistungssportlichen Atmosphäre versuchen, ganz entspannt gegenseitig darin zu übertreffen. Ich habe jetzt wieder was Neues über Prävention oder Rechtsschutzideen entwickelt. Ich habe neue Präventivkurse entwickelt und so weiter. Und damit verdiene ich am Ende vielleicht einen Tick mehr und so weiter und tauche in den Ranglisten weiter oben auf. Also auch Ranglisten empfehlen wir dazu. Und dieses Operationalisierungsproblem sagt immer ganz klar, wir müssen da ganz wasserdicht sein. Man darf, wenn man eine falsche Messgröße wählt, dann kriegt man eine Entgleisung. Aber wir sind ja soweit in der Grundüberlegung klar, dass wir uns alle einig sind, Prävention und Erhaltung der Systeme ist das Gebot und nicht das Warten auf den reparaturbedürftigen Zustand und dann daran viel Geld zu verdienen und damit ein unbewusstes Interesse quasi an dem Unfall zu haben. Ja, völlig richtig. Ich darf nicht, das ist der Kern. Die Gesellschaft ist so aufgebaut, dass sie sozusagen das Geschäft im Unfall sieht. Ja. Die Gesellschaft ist so, ich sehe das so, aber es eben im Unfall, mit dem Unfall, wenn wir das mal als Synonym nehmen dafür, das Geld zu verdienen ist. Genau. Und das ist eben der falsche Ansatz. Wir müssen das, was Sie versuchen, nämlich eigentlich präventiv die ersten Schritte in Richtung eines GAUs zu verhindern, sozusagen. Wenn wir das genau übertragen auf alle anderen gesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen Systeme, dann sind wir nämlich genau auf dem Kurs, den hier auch die anderen Professoren uns angeregt haben zu gehen, sozusagen. Und ich glaube, das passt dann. Ja. Und Sie haben jetzt auch in unserem Vorgespräch, ich hatte Ihnen ja auch erzählt, dass die Heinrich-Böll-Stiftung mit ihrer Gesundheitspolitik, Fachkommission Gesundheitspolitik und dem Vorsitzenden Dr. Helmut Hildebrand, der einen hervorragenden Vortrag bei der bei der Heinrich-Böll-Stiftung gehalten hat, dass es da eben auch die Kernaussage war, wir müssen dieses chinesische Prinzip in Betracht ziehen. Wir müssen überlegen, ob wir es nicht technisch hinkriegen, dass der Arzt, mein Hausarzt, mehr Honorar bekommt,
wenn ich nie chronisch, ja. nie krank werde, ja, und ja, etwas genau. weniger Honorar bekommt, wenn ich chronisch ja. krank werde, damit seine Forschungsinteresse, auch sein wissenschaftliches Interesse immer daran liegt, wie kann ich neue Präventivkurse entwickeln. Und wenn die Bürger dann daran teilnehmen, kriegen sie eine Beitragsrückerstattung, Sonderbelohnungsprämie, wenn ihnen übers Jahr gelungen ist, mit den Kursen des Arztes zum Beispiel kerngesund zu bleiben oder zumindest keine zusätzliche Erkrankung zu erwerben. Und schon liegen diese Versicherten unter den Erwartungskurven, die die Krankenversicherung ausrechnen kann für jeden Versicherten. Und dann kriegt er sein Honorar pauschal ausgeschüttet für das Verhindern von Krankheit und nicht für das Reparieren von Krankheit. Ja, das ist wirklich, glaube ich, absolut wichtig und ist auch stimmig mit dem, was ich Ihnen jetzt mal kurz wieder erzähle. Ich habe ja mein Leben lang auf dem Gebiet gearbeitet, worüber ich jetzt auch rede. Ja. Ist so, dass eben in kerntechnischen Einrichtungen ganz generell dort in Bezug, was die Sicherheit angeht, völlig unabhängig vom Betriebsergebnis unabhängige Leute sitzen und gut bezahlt werden, die nur und ausschließlich sicherstellen, dass das, was in Bezug der Prävention gefordert wird, auch im Betrieb umgesetzt wird. Also die hängen nicht vom Betriebsergebnis ab. Das heißt also, die Sicherheit hat absolut den Vorrang. Sie mögen vielleicht sagen, jetzt, aber wir hören doch immer ganz was anderes. Was ich sage, ist der Ansatz, wie er im Regelwerk beschrieben ist. Ja? Ich könnte referieren über viele Abweichungen davon. Aber die bringen uns ja da nicht hin. Wir haben ja den Ansatz und wollen den Ansatz verfolgen, dass durch Prävention und Suchen, welche Mittel und Methoden da zur Anwendung kommen, um diesen Ansatz erfolgreich umzusetzen in allen Lebensbereichen der Gesellschaft. Genau. Und das ist eben das Anliegen bei uns. Und dann darf ich dem Herrn Ruppert noch mal sagen, als Journalist, der Herr Professor Mertens hat mich auch noch mal total überrascht mit einer im Vorgespräch mit einer Überlegung, dass er auch selbst darüber nachgedacht hat, das, was wir nämlich von Richard Dawkins entnommen haben. Ich weiß nicht, Herr Ruppert, ob Sie den Begriff des Memes schon kennen, den wesentlich Professor Richard Dawkins weltweit bekannt gemacht hat. Meme von Memory, verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte, also ein Meme steuert Emotionen und Verhaltensweisen. Und dann haben wir, glaube ich, im Vorgespräch darüber gesprochen, Herr Professor Mertens, dass eben zum Beispiel in den Massenmedien aufgrund der Fehlanreize, die ja ein unbewusstes Interesse, die Wirtschaft hat ja ein unbewusstes Interesse daran, dass junge Menschen tendenziell kaufsüchtig werden gegenüber Konsumgütern wie Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten. Und wenn dann ein gewaltverherrlichender Spielfilm rund um die Werbespots der Konzerne läuft und dieser gewaltverherrlichende Spielfilm, und die Psychologie hat das wissenschaftlich sich zu 100% bestätigt, sagt, das ist ihr bestgesichertes Ergebnis, dass wenn dann solche Jugendliche solche gewaltverherrlichenden Spielfilme sehen, die also quasi in unrealistischer Weise unrealistische Ausmaße von Gewalt darstellen, dann bildet sich in dem Gehirn des Jugendlichen ein Mem oder ein Memplex von dieser Gewalt als möglicher Verhaltensstrategie. Und wenn er dann draußen in eine leicht stressige Situation kommt, greift er plötzlich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auf diesen Memplex zurück und schlägt plötzlich zu und landet vielleicht sogar im Gefängnis, weil er sich nicht beherrschen konnte, weil dieses Mem aufgrund der Wirtschaftsinteressen, der fehlgeleiteten Wirtschaftsinteressen sozusagen in seinem Kopf zu stark geworden war und er keine alternativen Verhaltensweisen von den Massenmedien vorgelebt bekommen hat, also keine Alternativ-Memplexe zur Verfügung hatte als Verhaltensstrategie. Ich glaube, Professor Mertens, da so ähnlich haben wir gesprochen, gell? Ja. Also, das ist ja schon so, dass in den Medien nicht die Friedfertigkeit, die Darstellung der Friedfertigkeit das Geld bringt, sondern das Aufreißerische. Das bringt die Auflage, das bringt, ja. Darf ich gerade noch mal, ich hatte vergessen, Ihnen den entscheidenden Satz noch zu sagen. Der junge Mann, nachdem er dann in eine Gewalthandlung verwickelt war, ist so gestresst, dass die statistische Wahrscheinlichkeit steigt,
dass er jetzt plötzlich Alkohol oder auch Süßigkeiten und Zigaretten in erhöhten Ausmaße konsumiert, um sich wieder zu beruhigen sozusagen. Also das heißt, dann, damit hat die Wirtschaftsmechanik gewonnen sozusagen. Wirtschaftsmechanik will Umsatz, bringt gewaltverherrlichende Spielfilme, zum Beispiel in den privaten Fernsehsendern, und führt zu stressigen Situationen unter den Menschen, und am Ende wird mehr konsumiert und das ganze Geschäft hat sich gelohnt, nämlich Werbespots zu schalten in den Massenmedien. Ja, da würde ich auch sagen, dass die Presse da auch ein bisschen mitspielt, weil ich sage jetzt mal ein ganz dummes Beispiel, wo ich schon seit Kinder kenne, da wird ja auch immer gesagt, du kannst eine Straße 1000 Mal entlang fahren, aber wenn du einmal am Laternenmast landest, berichtet jeder drüber. Ja. Ja, so ist das. Das ist das, was wir gerade, glaube ich, so mehr theoretisierend gesagt haben. Das ist aber genau das praktische Beispiel dafür. Ja. Und deswegen muss man... Was können wir tun? Deswegen ist ja der Vorschlag, den viele Professoren, was wir ausgewertet haben, ist also erst einmal, dass wir generell, wir haben so viele, wenn Sie die Liste der Professoren, die wir vorgeschlagen haben, aber wir haben ja ganz viele Evolutionsbiologen vorgeschlagen. Das haben wir ja aus gutem Grund getan, weil wir sagen, wir müssen unsere Wirtschaft als ökologische Nischen verstehen, in denen sozusagen, ähnlich wie in der Skinnerbox des berühmten Professor Boris F. Skinner, sozusagen die Taube dann völlig sinnlose Pirouetten dreht, wenn sie dafür Futterpillen reingeworfen bekommt, und dann Konstruktives tut, wenn sie dafür die richtigen Futterpillen reingeworfen bekommt. Und ökologische Nischen, Biologie ist also auch so, dass Organismen sich immer ganz streng der ökologischen Nische anpassen, weil alle anderen nämlich selektiert werden, die entweder mimetisch nicht richtig handeln, ihr Verhalten steuern oder genetisch schon gar nicht in eine ökologische Nische passen. Und die beiden sterben aus, wenn sie nicht gut passen, und übrig bleiben die gut passenden. Also müssen wir unserem Lebensmittelhändler dann mehr Honorar bezahlen, und wir müssen ihn als Teil eines Gesundheitsversicherungstarifs machen sozusagen. Das, also da haben wir einmal den Präventivhausarzt und wir haben auf der anderen Seite den Präventivhauslebensmittelhändler. Zum Beispiel bekommt dieser Lebensmittelhändler, was natürlich technisch relativ kompliziert ist, man muss mit der Einkaufskarte arbeiten, mit der Krankenversicherungseinkaufskarte arbeiten, und dann macht der Lebensmittelhändler in seinem Supermarkt eine kleine Ecke auf am Anfang oder eine größer werdende Ecke auf, wo Kunden, die versichert sind nach dem neuen Tarif, ernährungsberaterisch beraten werden, und wenn diese Versicherten gar nicht krank werden, kriegt er von den eingesparten Geldern auf der Krankenversicherungsseite auch einen Anteil im Gewinn ausgeschüttet, sodass seine Interessenslage plötzlich sich umkehrt und er sagt, ich will nicht so viel wie Alkohol wie möglich verkaufen, nicht so viel Süßigkeiten und nicht so viel Zigaretten wie möglich verkaufen, sondern ich will den Menschen schmackhaft gesunde Ernährung machen. Und begrüße Sie als unseren vierten aktiven Weisen. Wir haben erst Glückwunsch aussagen dazu. Dafür, ja, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und wir hören wieder voneinander, ja? Alles klar, vielen Dank und auch an Sie schönen Tag. Schönen Tag. Wiederhören. Wiederhören. Tschüss.